Moin Moin, schön, dass ihr wieder reinschaut hier bei Northern Delight on Technik und Lifestyle Channel. Eigentlich wollten wir an dieser Stelle ein Unboxing des neuen iPad Air 2 von Apple machen, so wie viele meiner anderen Kollegen hier auch. Aber beim Auspacken und Ausprobieren des neuen iPads ist uns am Display etwas aufgefallen, was wir nicht so schön finden und das wir euch hier anstelle des Unboxings lieber zeigen möchten. Vielleicht habt ihr es bei eurem iPad auch schon festgestellt, es hat auch schon einen Namen, es nennt sich Distortion Gate und ich möchte euch in diesem kleinen Video zeigen, worum es sich dabei handelt. Was ist Distortion Gate? Ja, unter diesem Begriff kann man sich im ersten Moment nicht so viel vorstellen, aber ich möchte es euch mal einfach erklären. Ihr kennt den Effekt, wenn ihr mit dem Finger auf ein LCD-Display drückt, dann seht ihr um den Finger herum so eine Verzerrung. Es wird zum Beispiel auf einer weißen Fläche wird diese Verzerrung dunkel. Und das Gleiche passiert mit dem iPad Air 2. Nicht, wenn ihr vorne rauf drückt, dann passiert es auch. Aber wenn ihr es einfach so, wie ich es jetzt hier halte, in der Hand halte, durch das eigene Gewicht des iPads werden die Finger ein wenig auf die Rückwand gedrückt, auf die Rückseite des iPads gedrückt und irgendwas scheint dann von hinten auf das Display zu drücken und man sieht, das kann man hier jetzt schlechter sehen, wahrscheinlich durch die Entfernung, ich zeige es euch gleich auch noch mal ein bisschen dichter, aber man sieht dann eine dunkle Verzerrung auf dem Screen des iPads, was natürlich kein schöner Effekt ist, besonders weil man ja hier ein sehr, sehr, sehr hochwertiges Display hat. Da will man natürlich keine Verzerrungen haben, die einfach durchs Halten entstehen. Wir dachten, bei uns wäre es ein Produktionsfehler. Wir haben zwei iPad Airs, zwei bestellt und bei beiden trat dieser Effekt auf. Und wir haben uns deswegen gestern schnell aufgemacht in den Apple Store, um dort die iPads auszuprobieren und es trat tatsächlich bei allen iPads auf und wir haben auch Mitarbeiter des Apple Stores darauf angesprochen und die sagten auch, das haben wir noch gar nicht festgestellt, ist uns noch nicht aufgefallen und wir mögen das doch gerne auch an Apple melden. Das tun wir hiermit und wir fragen euch natürlich auch zu Hause, habt ihr diese gleichen Probleme mit dem iPad Air 2? Wenn ja, schreibt uns gerne eine Mail oder schreibt uns in die Kommentare. Wir hoffen, dass Apple irgendwas unternimmt. Wir werden unsere iPads erst einmal behalten, weil es ist ja an sich ein sehr, sehr schönes Gerät und es macht Spaß, damit zu arbeiten. Mit diesem kleinen Manko können wir erstmal leben, aber es riecht natürlich irgendwie nach einer größeren Rückrufaktion, bei der wir uns dann natürlich auch anschließen werden. Und ja, wir hoffen, dass Apple irgendwas tut. Wir bleiben hier natürlich informiert und wir werden euch natürlich weiter informieren darüber, wenn hier sich irgendwas Neues ergibt. Ja, bis dahin, wir freuen uns auf eure Kommentare, aber bis dahin bleibe ich erstmal, euer Holger, sagt Tschüss, danke fürs Zuschauen und schaut beim nächsten Mal natürlich wieder rein. Bye, bye!